ich finde es gut, wie Deutschland es macht, also mit der Legalisierung, dass man nicht mehr kriminalisiert wird. Du kannst dir ein paar Pflanzen anbauen, du kannst das in einem Verein kaufen. Es gibt eine einzige Bevölkerungsgruppe, die jetzt ein paar Nachteile hat, das sind ein paar deutsche Rapper. Weil wenn du jetzt kiloweise Gras vertickst, bist du ja kein Gangster mehr. Du bist der Vereinsvorstand. Du betreibst dein Kleingewerbe. Kannst du gleich über den Thermomix rappen.